Guten Tag, mein Name ist Walter Schnell und ich zeige Ihnen heute eine Rundreise von SharePoint zu DocuWare und wieder zurück. Genau gesagt sind es 1,5 Runden, die wir drehen, und ich zeige Ihnen damit Integrationen, die möglich sind, wenn man Power Automate, Microsoft Power Automate, hieß auch mal Microsoft Flow, plus einen Connector zu DocuWare, wenn man das einsetzt, um eine Integration zu machen. Gut wäre, wenn Sie jetzt schon eine Grundidee von Power Automate haben, es ist aber nicht notwendig. Wenn Ihnen das gefällt, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, werden Sie sich ohnehin schlau machen, wie man mit Power Automate umgeht. Für wen ist die ganze Geschichte? Für Berater, die Prozessberatung beim Kunden machen, und für die, die es dann letzten Endes implementieren. Erstes Beispiel: Wir nehmen ein Set von Dokumenten und werfen das in SharePoint rein. So, wir haben jetzt drei Dokumente mehr. Die haben jeweils eine BPID, eine Business Partner ID bekommen, eine Belegart, standardmäßig Sonstiges, ein Status neu. So, dank Power Automate sehen wir die Dokumente jetzt dann im DocuWare. Da sind die angekommen. Die obersten drei sind von heute. Das sind die drei Dokumente. Hier haben wir ein Word-Dokument. Und wenn wir jetzt in die Indexdaten reinschauen, dann sehen wir schon Dinge ausgefüllt, unter anderem über die Kundennummer wurden aus einer Datenbank zusätzliche Daten zu dem Kunden gezogen. Das ist die Kundennummer, Lieferant, Adressblock, Kontaktadresse. Ja, und nach etwas Wartezeit kann man dann im SharePoint sehen, wie zu den Dokumenten zusätzliche Informationen hinzugefügt werden, nämlich die DocuWare-ID. Von dem neu importierten Dokument wurde hinzugefügt und eine Dokumenten-URL. Und wenn ich auf die klicke, dann wird mir auch der Viewer von DocuWare genommen und das Dokument angezeigt. So sieht es dann aus. So, das war jetzt wirklich nur so ein Teaser, um zu zeigen, dass es sich lohnt, dass man sich mit Power Automate befasst und auch um herzuzeigen, was der DocuWare-Connector, der zu Power Automate dazu gehört, was der zu leisten imstande ist. Für die Zukunft, wenn Sie mehr wissen wollen, wenn Sie mehr einsteigen wollen, abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Da unten ist der Knopf zum Abonnieren. Es gibt schon eine Reihe von vorhandenen Videos. Damit können Sie schon sich einlesen in Beispiele von Integrationen, zum Beispiel Import von der Dropbox, Import von OneDrive. Wenn ich einen Termin in Outlook erstellen will, aus einem Workflow von DocuWare heraus, das als Beispiele. Und ich habe auch Videos gemacht, die das Zusammenspiel zwischen Power Automate und allgemein einem Dokumentenmanagementsystem zeigen und betrachten, weil dazu gibt es noch keine Informationen, das ist ein neues Gebiet, deswegen extra Videos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!